Steige ich doch direkt ein. Ja, Maximilian Schäfer, vielen Dank, dass ich heute InstaFred vorstellen darf beim Deutschen Logistikportal. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von InstaFred. Bevor ich aber jetzt dazu komme und erzähle, was wir eigentlich genau machen, würde ich ganz gerne einen Schritt zurückgehen und Ihnen so ein paar Sachen zum europäischen Straßenfrachtmarkt sagen, auch wenn ich weiß, dass viele Experten dabei sind, die das auch alles schon kennen. Letztendlich, die Straße ist der wichtigste Verkehrsträger, den wir in Europa haben. 80% der Kapazität wird über die Straße verladen. Und jetzt werden Sie denken, meine Güte, da gibt es doch so ein paar galaktische Superplayer, die das alles richtig gut im Griff haben. Ich habe hier mal so drei Beispielsnamen mitgebracht. Das haben die aber gar nicht, denn deren Marktanteil ist schwindend gering. Schenker ist noch der größte mit 3% in Deutschland. Aber das Problem dieses Marktes ist, er ist einfach unfassbar fragmentiert. Und auf die Jungs kommt es eigentlich an. Es gibt in Europa 77.000 Carrier, die im Schnitt 6 Fahrzeuge haben. Ja, und jetzt fragen Sie sich, meine Güte, wie funktioniert denn so ein Markt eigentlich, wenn die Kapazität eigentlich im Longtail sitzt? Und ich habe Ihnen das mal schematisch mitgebracht. Keine Angst, ich werde da jetzt nicht ins Detail mit einsteigen, aber das Hauptproblem ist eigentlich folgendes: Wenn Sie ein Carrier sind und Assets haben, dann brauchen Sie mindestens 20 bis 30 Trucks, um mit einem großen Verlader zusammenarbeiten zu können. Damit ist etwa 70% des Kapazitäts des Marktes steht nicht direkt zur Verfügung. Und viele der Technologien, über die wir zum Beispiel gerade gesprochen haben, sind gar nicht in der Auswahl des Carriers, weil er gar nicht auf die Telematiksysteme seines Subunternehmers zurückgreifen kann. Das heißt, es findet sehr viel Freight Forwarding am Markt statt. Das heißt, ich gebe es an einen Subunternehmer weiter. Und selbst wenn Sie Verlader sind und sagen, ja, ich arbeite schon mit Carriern zusammen, ich habe auch deren Trucks schon gesehen, müssen Sie wissen, ja, die verladen mit Sicherheit einen großen Teil mit ihren eigenen Assets, die vergeben aber auch viel davon weiter an Partner, denn so kann man letztendlich Flexibilität zur Verfügung stellen. Und jetzt ist das Problem dabei einfach, dass ich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Systemen zusammenarbeite. Es gibt über 500 Telematiksysteme beispielsweise am Markt, unterschiedliche Schnittstellen, wenn man nicht Excel nutzt. Und da geht einfach sehr, sehr viel Transparenz verloren, denn sobald ich den Auftrag weiterverkauft habe an jemand anderen, weiß ich nicht mehr, was damit passiert. Qualität ist ein großes Problem. Einfache Fragen wie, haben wir eben von Sinfio gehört, wo ist denn eigentlich mein Truck? Ist kein Standard in diesem Markt. Ist aber nicht der einzige Problem, denn der Markt ist auch sehr ineffizient. Ich will gar nicht auf die Leerkapazitäten zurückgreifen oder zu sprechen kommen. 30% Kapazität wird leer transportiert. Ja, gibt es strukturelle Probleme, Kabotage zum Beispiel, aber ein Teil ist auch die Fragmentierung. Und der zweite Teil: extrem hoher Admin-Aufwand dadurch, dass ich sehr, sehr viele Transporte von einem händisch ins nächste System transferiere. Und das ist einfach einer der Probleme. So, wie geht es? Was machen wir jetzt als InstaFreight? Jetzt komme ich zu meinem Versprechen. Wir sind eine Transportplattform. Wir bringen Verlader und Frachtführer direkt zusammen. Jetzt werden Sie sagen, meine Güte, da gibt es doch schon ganz viele am Markt. Ja, wir machen das aber mit zwei Ansätzen. Der eine ist ein klassischer Freight Forwarding-Ansatz. Der andere Ansatz ist ein digitaler 4PL, heißt also, wir sind der Vertragspartner sowohl für den Carrier als auch den Verlader. Und dadurch schaffen wir es, einige strukturelle Probleme dieses Marktes zu lösen. Da gehe ich jetzt gleich drauf ein, vielleicht ganz kurz als Beispiel, was wir dadurch machen können. Wir können den gesamten Transportprozess digital abwickeln und auch automatisiert abwickeln, angefangen von, wie kommt die Ladung in unser System, können wir direkt mit SAP zusammenarbeiten oder auch, wenn Sie schon TMS haben, mit Ihrem TMS-System. Wir haben dann verschiedene Möglichkeiten, den richtigen Carrier darauf zu matchen, die Transportdurchführung zu machen, die Zahlungsabwicklung zu machen und das Reporting zu übernehmen. Und die großen Vorteile für Sie als Verlader, wenn Sie uns in unserem digitalen 4PL-Ansatz nehmen, ist das erste: Wir bringen die digitale Infrastruktur mit. Sie sparen sich die Kosten, in ein eigenes TMS-System zu entwickeln, ist gerade für oder zu investieren, gerade für mittelständische Unternehmen, die das noch nicht haben, sehr attraktiv. Das zweite ist, Sie können Ihre Bestandscarrier, mit denen Sie gute Erfahrungen haben, onboarden. Wir bringen unsere noch mit dazu. Dadurch haben Sie ein großes Netzwerk an Carriern. Das dritte, sehr, sehr viel Arbeit. Und die von Ihnen, die schon mal ein TMS eingeführt haben oder auch Partner davon überzeugen müssen, das richtig zu nutzen, wissen, sehr, sehr viel Arbeit ist eigentlich dazu, die Marktteilnehmer dazu zu bekommen, das richtig zu benutzen. Wir haben sehr viel Erfahrung damit gesammelt als InstaFreight und bringen da ein sehr, sehr leistungsstarkes Team mit, was sich darum kümmert. Ja, der große Vorteil: Wir sind der Vertragspartner. Dadurch ermöglichen wir es eigentlich auch erst, an den kleinen Carrier direkt zu gehen, denn heute ist ja das Problem,
dass Sie als großer Verlader auch gar nicht mit den kleinen Parteien aus Compliance, Risikogründen oder Accountinggründen kosteneffizient zusammenarbeiten können. Das schließt effizientes Management zum Beispiel am Spotmarkt aus, wo ich über eine Vielzahl an Carriern spreche. Ja, und dann final, das Abrechnungsmodell von uns ist neutral, heißt, wir machen alles Open Book und geben das weiter an belastendes 1-2 weiter. Danke für den Hinweis, ich beeile mich. So, ich habe das ganz kurz mal mitgebracht. Wir haben hier Beispiel einen Algorithmus, der Preise kalkulieren kann. Das wäre jetzt in einem Spot-Auftrag einen maximalen Betrag, den wir ausgeben würden. Wir können das aber auch ihren Inbound-Lieferanten zur Verfügung stellen. Wir haben ein Carrier-Matching, das findet automatisch statt, aber ich habe es hier mal im Hintergrund aufgeführt, wo ich automatisch basierend auf Big Data Carrier zuweisen kann oder ihre Bestandscarrier mit hinzufügen kann. Und final, wir haben auch einen Control Tower. Mit dem Control Tower habe ich die Möglichkeit, über 500 Telematiksysteme mit anzubinden, Eta-Management, Voraussagen zu machen. Ich kann Multistops damit machen und damit ihre Transporte überwachen, plus das Team zu haben, was sich dann direkt darum kümmert, nach Alternativen zu suchen, wenn es Probleme geben sollte. Ja, final, wir glauben, Plattformdienstleister wie InstaFreight haben die großen Vorteile, dass die Vision ist, sehr, sehr viele kleine Dienstleister in der Zukunft mit anbinden zu können und damit Schlüsseltechnologien möglich zu machen. Hier nur ein kleiner Ausschnitt dafür. Und was wir bisher auf die Straße gebracht haben, das funktioniert sehr gut. Wir werden dieses Jahr einen Umsatz machen von, so ein bisschen nach oben korrigieren, etwa 70 Millionen Euro Umsatz. Wir haben mittlerweile über 2500 Shipper und über 25.000 Carrier in unserem Netzwerk. Wir schaffen es, auf sehr attraktive Effizienzzahlen zu kommen. Und wir haben aktuell mehr als 170 Mitarbeiter an 3 Standorten und für unsere Technologie auch schon einige Preise gewonnen. Ja, und ich hoffe, das war eine relative Punktlandung in der Zeit und freue mich jetzt, Ihre Fragen entgegenzunehmen.